Ich möchte mich an dieser Stelle, möchte ich zunächst mal eine Erklärung abgeben. Mein Vortrag wird kein wissenschaftlicher Vortrag werden. Ich habe mich mit den wissenschaftlichen Symptomen von CO2, dem angeblichen Klimakiller, nie mehr befasst, als es unbedingt notwendig sein musste, weil ich genau weiß, dass CO2 nur erfunden worden ist, weil von dem Anteil der Luft das CO2 der einzige Teil ist, dem man nachschieben kann, er ist menschgemacht. Teile davon. Die Luft hat 0,037% an CO2, ein minimaler Anteil, von dem 1,2% technisch der Produktion der Menge CO2 zugefügt worden ist, die die Natur herstellt, sowieso. So, wenn das ein so geringer Anteil ist, ne, den die Menschen und die Technik und alles, was wir letztendlich produzieren auf Erde, was angeblich die Mutter Erde stört, so schädlich sein soll, so ist das eine so minimale Menge mit 0,0007% von der Luft, ne, dass es für mich absolut absurd ist, darüber überhaupt wissenschaftliche Untersuchungen anzustellen. Immer wenn Sie nicht genau wissen, wo will denn der eigentlich hin, stellen Sie die Frage cui bono. Und Sie werden fast immer die Antwort finden, es ist etwas Materielles. Ja. Cui bono ist lateinisch und heißt, wem nutzt dies? Danke für den Hinweis. Wem nutzt dies? Nicht? Irgendjemand nutzt alles, was sich von Menschenhand auf Erden bewegt, getan wird und so weiter. Nicht? Am 11. August 1986 hatte ich auf dem Flughafen in Florida, in Orlando, jemanden abzuholen. Ich saß da und wie üblich, wenn man auf jemanden wartet, kommt er zu spät. Also das Flugzeug kam zu spät. Es erschien ein Flugzeug, Passagiere kamen raus, ich saß neben einem Papierkorb und ich las irgendwie die Federal News oder irgendwas, nicht? Und da flog irgendwas, irgendeine Zeitung. Passagiere, die da jetzt lang kamen, vor irgendwo her, warfen da was rein. Ich entdecke eine Zeitung aus Deutschland, den Spiegel, mit dem Titelbild, zufälligerweise. Es konnte ja Seite 30, 40, 50 sein. Nein, es war das Titelbild. Auf dem Titelbild sah mich der altehrwürdige Kölner Dom an. Bis hierher im Wasser, nur noch die Spitzen guckten raus. Ne? Darunter die Klimakatastrophe. An dem Tag war die Klimakatastrophe wirklich geboren. Ich habe das Ding an mich genommen, gelesen, vergaß beinahe auf meinen Freund aufzupassen und habe mich, wie man so sagt und formuliert, hinten übergesetzt, was da geschrieben stand. Nachdem ich das alles verdaut hatte, habe ich eine Woche oder 10 Tage später beim Spiegel in Hamburg angerufen, habe meine Sekretärin gebeten, von Kissimmee aus, sie möchte Rudolf Augstein suchen lassen, ich möchte ihn am Telefon sprechen. Augstein hatte ich dann am Telefon, nach 20 Minuten, und ich sagte gar nicht viel guten Tag, da war gar nichts für guten Tag. Ich sagte, was hast du dir denn dabei gedacht? Was hast du dir dabei gedacht? Da sagte er, aufwecken, und was sagte er noch? Ja, er sagte, aufwecken, ne? Und dann sagte ich, und Angst machen. Und dann antwortete Augstein, der hat genau gewusst, was er da getan hat. Er sagte, ohne Angst der Massen kriegen sie keine Bewegung der Massen. Und das ist der Casus Knactus. Ne? Wenn sie irgendwas groß bewegen wollen, müssen sie Angst machen. Der Schrei Feuer in einem Warenhaus, ne, setzt alle Leute in Bewegung möglichst schnell raus. Ne? So, die Geschichte mit dem Spiegel und dem untergehenden Kölner Dom ging nun in den USA, wie in vielen anderen Ländern auch rum, und wurde diskutiert. Ende September 1986 machten wir, junge Leute und ich etwas älter, eine Segeltour von einem Segelclub, in dem ich war, von der Südspitze von Florida nach Key Largo. Dauer 2 Tage.
Nach zwei Tagen waren irgendwelche Sieger da, ein erster, ein zweiter und ein dritter, ein Geburtstagskind auch noch. Das wurde natürlich gefeiert. Und während der Diskussion, es ist ja manchmal, möglicherweise haben Sie das selber schon erlebt, wenn viele Leute zusammen sind, ist manchmal irgendwo der Augenblick, das sind auf dem Schlag alle still, ohne dass eine Veranlasser dazu war. Plötzlich ist alles erstorben. Und ein solcher Moment, eine solche Situation war an dem Abend auch gegeben. Und ich höre, wie jemand sagte, why don't we convert the climate catastrophe in a big, long-lasting, worldwide business. Zu Deutsch, weshalb konstruieren wir nicht aus dem Wort Klimakatastrophe ein gigantisches Geschäft? Der diese Frage stellte, ist der Junior gewesen von dem größten Werbeunternehmen in den USA. Solche Leute haben Verbindungen überall hin. Geschäft geht über alles. So, und in diesem Verein waren zahlreiche andere junge Leute auch drin, deren Eltern in Wirtschaft und Politik in den USA etwas zu sagen hatten. Ne? Die Geschichte wurde aufgenommen, weitergesponnen. Ich habe mich rückblickend um diese Frage nicht gekümmert, auch nicht, was daraus geworden ist. Es war außerhalb meiner Sphäre, die mich interessierte, warum sollte ich nicht darüber diskutieren, was man mit dem Wort machen kann. Aber ich kriegte zwei, drei Tage später ein, zwei Telefonanrufe von Freunden. Da wurde das diskutiert, die Möglichkeit. Und ich habe damals gesagt, nicht ohne mich, ich bin da nicht dran interessiert. Nicht? Außerdem, ich habe meine Arbeit hier und ich werde daran nicht teilhaben. Weitere Monate später kriegte ich von einem Freund eine Einladung zu einem Meeting. Und da ging es um die Klimafrage, wie man die Menschheit vor einer kommenden Klimakatastrophe schützen kann. Also ganz neutral bis jetzt noch. Ne? Nur eine Frage, wie man das kann. Dazu hätte zunächst mal bewiesen werden müssen, ob die Tatsache überhaupt wissenschaftlich untermauert ist, a, dass wir eine Klimakatastrophe haben, b, was im Raume stand, dass Menschen dazu beigetragen haben. Also ich bin da hingegangen, habe mir das angehört, habe mir die Leute angesehen, von denen ich kaum jemand kannte. In Amerika geht das ja alles sehr lax und lässig. Man wird vorgestellt, jeder mit seinem Namen, mit seinem Vornamen, einem Harry und einem William und so. Und meistens hat man dann so einen Zettel hier dran, dann kann man noch studieren, wer war denn das überhaupt. Und man vergisst die Leute im Allgemeinen. Die Amerikaner sind immer sehr schnell mit Vorstellungen, mit Einladungen auch, kommen Sie mal vorbei. Also mich interessierten die Leute alle gar nicht, bis ich gewahr wurde, dass sich in den USA die Industrie für die und vor allem die Medien für die Geschichte mit der Klimakatastrophe interessierten. Von dem Augenblick an konnte ich feststellen, dass Medien, überwiegend lesbare, natürlich auch TV, dabei waren, Fakten zu erfinden, die überhaupt noch gar nicht da waren. Und all diese Fakten liefen darauf hin, wenn man darüber etwas nachgedacht hat, Angst zu erzeugen. Es waren alle Berichte, die in irgendeiner Form negativ waren. Nicht? Was da alles passieren könnte und mit der Klimakatastrophe und der Mensch ist schuld und die arme Erde. Nicht? Von all diesen Leuten, die das berichtet haben, hat sich nie einer die Mühe gemacht, ist in ein Flugzeug gestiegen und hat in 13 Kilometer Höhe, in der normalerweise die Verkehrsflugzeuge gar nicht fliegen, mal rausgeguckt, vorne vielleicht vom Cockpit, und hat festgestellt, dass die Erde eine Kugel ist. Sie können von hier aus sagen, das ist eine Kugel. Keiner kann das beweisen. Das können Sie erst aus einer bestimmten Höhe machen, ne? Optisch. Ne? Und das sind 13 Kilometer. Ne? Wer aus dieser Höhe Mutter Erde sieht, ne? Und dessen gewiss ist, dass zum Beispiel auch die Energiegeschichte, die das Gerüst der Klimakatastrophe im Hintergrund ist, was ich Ihnen noch erzählen werde, die Ausbeutung der Ressourcen der Erde durch den Menschen hat bis jetzt nichts bewirkt, was die Erde, ihre Oberfläche oder irgendjemand hätte nachhaltig beeinflussen können, so dass die Publikation von Ängsten notwendig ist. Wie es nun in Amerika weiterging und die entsprechenden Zusammenkünfte stattgefunden hatten, dass man die
das Wort Klimakatastrophe kommerzialisieren wollte, wurden natürlich auch Leute und Institutionen gebraucht, die das publizieren. Sie werden es nicht glauben, wer war die erste Organisation, die damit machte? Die Medien, wie immer. Die Medien haben gesehen, hier ist eine Katastrophe. Rein, nicht wie rein. Und die Medien hatten den großen Vorteil, das haben sie bis heute noch. Sie brauchten keine Vorfinanzierung zu leisten. Sie konnten von jetzt auf nun voll einsteigen mit irgendwelchen Berichten, wie schauerlich die kommende Klimakatastrophe ist und was die für ein Unheil auf der Erde anstellen würde. Und alles wäre nur dadurch gekommen, dass die Menschen sich feindlich gegenüber Mutter Erde verhalten, indem sie CO2 produzieren. Wissen Sie, was da rauskommt? CO2. Ein großer Teil an CO2. Überall, jeder Mensch, alle, wir produzieren alle CO2. Das hat die Erde noch nie gestört. Im Gegenteil, je mehr CO2 den Gräsern, den Bäumen, der Natur angeboten wird, dem Getreide, desto besser wächst es. Dies ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn wir nun eine so minimale Menge an CO2 durch unser Ausatmen und durch unsere Kraftwerke, Kohlekraftwerke, definitiv produzieren, muss die Frage erlaubt sein, wenn die Klimakatastrophe vergrößert, massiv vergrößert und über alle Weltteile verbreitet werden soll, cui bono? Da sind wir wieder bei denen ganz da oben. Ne? Die wussten, die UNO hat schon einen Seitenarm, nämlich die UNEP. Die UNO brauchen wir nicht, kommt gar nicht in Frage. Ne? Mit denen wollen wir nicht. Wir machen unseren eigenen Verein, das wurde dann später das IPCC. Und das IPCC kriegte zwei Aufgaben. Erstens, das merken Sie sich bitte, festzustellen, dass die Welt einer Klimakatastrophe entgegengeht. Zweitens, festzustellen, dass der Mensch schuldig daran ist. So. Nichts anderes hat das, keine andere Aufgabe hat das IPCC je bekommen. Die selber befassen sich mit wissenschaftlichen Studien überhaupt gar nicht. Die lassen sie machen, von wo auch immer. Und eins möchte ich Ihnen auch noch sagen, allen, die hier sind. Noch nie hat in der Menschheit, in der Geschichte der Menschheit, ein Gesetz, ein einziges Gesetz, die Freiheit der Menschen erhöht. Nur reduziert, immer. Und je mehr Gesetze wir haben, desto mehr werden wir einbringen. Das Thema, nicht, was ich mir eigentlich gestellt hatte, die Lüge der Klimakatastrophe mit Unterthema, der Auftrag des Weltklimarates, kann nur undeutlich hier skizziert werden. Ich werde noch eben 2 Minuten Zeit nehmen, mal Aussagen von Direktoren von dem IPCC, vom Weltklimarat, zu ihrer eigenen Tätigkeit, was die darüber machen, kommt gleich. Ne? Also ich hatte mich damals entschlossen, nicht vor 2 Jahren, 2,5 Jahren, doch meine ganzen Erinnerungen, die ich hier nicht ausbreiten kann, dann könnten wir möglicherweise mehrere Wochen zusammensitzen. Ich kann nur die zentralen Themen hier berühren und kann Sie munter machen, sich, wer wirklich Interesse an der Klimageschichte hat, wie das entstanden ist, der kann sich das Buch besorgen, Die Lüge der Klimakatastrophe. Und ich möchte jetzt nochmal, um das zu unterstreichen, einige wichtige Aussagen vorlesen, die aus der Hierarchie vom Weltklimarat entstanden sind, um darzulegen, wie sie arbeiten. So, einen kleinen Augenblick bitte. Können Sie mich verstehen, auch wenn ich nach unten rede? John Harton, Vizepräsident des IPCC, schrieb 1994, solange wir keine Katastrophen ankündigen, wird niemand zuhören. Maurice Strong, erster UNEP-Direktor, äußerte in Wood 1990 und 1992 in Rio auf der großen Klimakonferenz, besteht nicht die einzige Hoffnung für diesen Planeten in dem Zusammenbruch der industriellen Zivilisation. Liegt es nicht in unserer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass dieser Zusammenbruch eintritt? Mr. Rajendra Pachauri, Präsident des IPCC seit 2002, anlässlich der Herausgabe des 4. Situationsreportes in Cook 2007.
Ja, das ist in Englisch. Ich lese es aber trotzdem mal vor. I hope this will shock people and governments into taking more serious action. Zu Deutsch. Ich hoffe, dieser neue Bericht, den die gefertigt haben, um Ängste zu schüren, ich hoffe, dieses wird die Menschen schockieren, damit sie mehr seriöse Aktionen unternehmen. Professor Dr. H. Stephen Snyder, führte die Working Group 2 und vom IPCC ein und sagte 1989, deshalb, um die Darlegung der Schuld der Menschen, um das zu apostrophieren und zu unterschreiben, deshalb müssen wir schreckeneinjagende Szenarien ankündigen, vereinfachende dramatische Statements machen und wenig Erwähnung irgendwelcher Zweifel, die wir haben, mögen entlassen. Um Aufmerksamkeit zu erregen, brauchen wir dramatische Statements und keine Zweifel am Gesagten. Jeder von uns Forschern muss entscheiden, wie weit er eher ehrlich oder effektiv sein will. Gut, ne? So, wissen Sie, was das ist? Das sind Beamte. Das ist Bestechung eines Beamten von den Untergebenen. Die sollen hier Fälschung machen. Beamte, das ist Urkundenfälschung. Ne? So, und das geht durch. Und trotzdem gab es 70% in Deutschland der Menschen, die Angst vor der Klimakatastrophe hatten.